Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier mit Claire Redfield im Polizeirevier angekommen und haben das schon zu einem guten Stück erkundet, sag ich einfach mal. Ja, fast die Hälfte. Und genau, wir sind jetzt. Wir hatten uns ziemliche Probleme hier in den Speicherraum zu kommen. Aber, Freunde, das ist nicht schlimm, weil wir haben jetzt die Schließkarte. Und mit der Schließkarte können wir gleich unten weitermachen. In der Haupthalle allerdings. Muss ich nochmal kurz gucken. Ja, wir sind gut ausgerüstet dafür. Und da würde ich einfach mal sagen... Ja, gehen wir das mal wieder an hier. So. wir sind beim letzten Mal auch schon einigen krassen Gegnern begegnet. Aber das hört man noch gerne. Zombies in der Haupthalle. Genau. Oh. Und genau, wir sind Mr. X begegnet. Wo ihr tatsächlich gesagt habt, dass wir gegen den kämpfen sollen. Weil wir da Muni kriegen und so. Das ist interessant. Das werde ich auch mal versuchen. So, jetzt können wir allerdings hier eine Notleiter. Wollen Sie den Knopf drücken? Ja, drückt den Knopf, Claire. Da können wir uns jetzt nämlich eine schöne Abkürzung zu dem Computer da bauen. Sehr schön. Und, genau, ich komme direkt nach einer Empire Earth Session und die sind schon ziemlich nah dran hier. Das heißt, baller da drauf. Das heißt, ich bin im Fluss noch hier. Vom Zocken her. Von daher, ja, passt das schon. Ich finde das geil, wie das hier so halt. Mit den Zombies hier. Ich meine, es ist ja realistisch gemacht, ne? So. Es ist ja echt realistisch gemacht, ne? Die Sounds hier. Der ist tot, okay. Wo ist denn der andere? Da ganz hinten. Da ganz hinten, ja, da ganz hinten. Ah, da sind noch drei Stück. Was zur Hölle? Was zur Hölle, Claire, schießt drauf. Lad nach. Oh Gott, oh Gott. Alter. Und nicht beißen, Kollege. Nicht beißen. Oh, der fällt mich an. Oh, und schaut mal. Das ist Claires Methode, Zombies zu töten. Das wollte ich euch doch einfach mal zeigen, oder? Nee, Quatsch. Ja. Die tritt denen den Kopf ab. Ich meine, warum denn nicht? Oh, guck mal. Wir sind im grünen Bereich. Sehr gut. Wartet. Verbinden. So. Guck mal, wo jetzt dieses Einhorn ist. Ach, wie krass. Guckt mal. Da ist die Einhornmedaille. Hängt hier in diesem Bereich, wobei Leon einfach nichts war. Jawohl, Freunde. Die kennen wir ja, ne? Irgendwas ist auf der Rückseite eingraviert. Bitte führe mich zu der Jungfrau, die aus Stein, die so Stein erstarrte, als sie geduldig auf mich wartete. Genau, die Einhornmedaille, Freunde. die brauchen wir unten. Hier werde ich erstmal nicht reingehen. Tatsächlich, die brauchen wir unten an dem Brunnen, weil wir da unseren ersten Schlüssel kriegen. Ach, wie cool. Leiter runterklettern, ja klar. Weil wir machen jetzt nämlich erstmal hier alle Türen auf. Damit wir auch schön weiterkommen hier. Gott sei Dank, Freunde. Dann haben wir ja hier ordentlichen Fortschritt. Computer benutzen? Ja, bitte. Mach die Türen auf hier. Blaue Karte benutzen, jawohl. Überprüfe die Karte. Klick. Klick. Wunderbar. Aufgeschlossen. Ja, dankeschön. Sehr schön. Die Karte ist auch weg. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten Resi 2. Ein Klassiker geht weiter. Ja, mit Claire jetzt in dem Fall. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier noch im Polizeirevier so alles erwartet. So, die Einhornmedaille. Da ist der Schlüssel. Ist das auch hier der Pick-Schlüssel? Welcher ist es?
Tatsächlich, der Pick-Schlüssel, Freunde. Das heißt, wir können hier weitermachen. Jawohl. Genau. Geformt wird das Pick auf einer Spielkarte. Das müssen wir nämlich prüfen, um hier auf der Karte zu sehen, welche Türen wir damit öffnen können. Nämlich auf der rechten Seite gar keine. Oben auch gar keine. Krass. Das heißt, wir können da einfach nur... Wir müssen jetzt hier links weiter, ja. Oben oder unten? Oben oder unten? Ich würde sagen, wir gehen Leons Weg mal. Nämlich hier. Gehen wir hier rein. Bin ich mal gespannt, ob da jetzt auch ein Licker in dem Gang ist oder ob Leon den schon platt gemacht hat. Ah nein, jetzt sind auf einmal Zombies hier. Hier war bei Leon auch nix, ne? Okay, der ist... Was zur... Claire, warum ziehst du nicht auf den? Der steht doch wieder auf hier. So. Oh Gott. Der ist immer noch nicht tot, ne? Das kann ja wohl nicht sein hier. Geh sterben. Danke. Wobei, der ist ja eigentlich schon tot. Aua. Verdammt. Da, genau. Ich finde die Sounds so geil. Oh Gott, wir haben gleich keine Munition mehr, ne? Merke ich gerade. So. Der bleibt liegen. Der bleibt liegen. Sehr gut. Ich habe da aber noch einen gehört. Da ist doch einer. Boah, schaut euch mal, wie der aussieht. Und wir haben keine Munition mehr. Wartet mal, ich habe eine Idee. Wir haben nämlich hier diesen Schreibtisch. Die Schublade ist verschlossen. Genau, Freunde, wir können hier den Dietrich benutzen. Und wir haben hier... ein Heilspray. Verdammt, ich brauche doch kein Heilspray. Ich brauche Munition. Kommt. Ich weiß, es ist Verschwendung. Aber... Der muss halt weg. So. Was soll ich machen? Der Zombie musste weg. Leer. Na, vielen Dank auch. Drüben am Empfang gibt es ein Büro. Okay. Wir haben hier noch eine Kiste. Haben allerdings keine Muni mehr mit Claire. Ach, da hätte ich jetzt diesen Granatenschuss noch nehmen können, ne? Aber... naja, gut. Dann sammeln sich jetzt die Items auch wieder an hier. Allerdings mit null Muni. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber erstmal hier das Polizeimemorandum. Genau, ein neues Dokument, Freunde, was hier einfach auf der Bank rumliegt. Lesen wir mal. 23.08.98. Zur Information an alle. Während des Umbaus des Reviers mussten leider einige vertraute Einrichtungen etwas umarrangiert werden. Der Safe mit dem vierstelligen Sicherheitsschloss wurde dem Stars-Büro im ersten Stock in das östliche Büro im Erdgeschoss gebracht. 2236. Kommunikationsabteilung des Polizeireviers Raccoon City. Ja gut, aber 2236 den Code hatten wir ja schon. Ja, das haben wir ja schon aufgemacht. Oh, hör auf zu zucken, ey. Ekelig. Okay. Haben wir hier sonst irgendwas... nichts Außergewöhnliches zu sehen hier. Okay, ja, bei Leon ist da ja ein Licker draußen rumgelaufen, ne? An dem Fenster hier. Bei Claire ist hier einfach nichts. Es ist so dunkel und da draußen ist was zu sehen. Gut, Claire, dann. Geh in den Lickergang rein. Und noch was? Nichts Außergewöhnliches. Noch was? Ihr erinnert euch, ne? Ihr hört ja so ein Strom. Dings. Weggeworfene Aktenmüll. Da wir ja mit Leon das hier zugemacht haben, ist das mit Claire auch zu. Das heißt, hier passiert nichts. Das ist natürlich... das Kabel kriegt bald einen Kurzschluss. Das ist natürlich richtig logisch, ne? Dass wir jetzt hier mit Leon halt das zugemacht haben und dass wir mit Claire dafür Ruhe haben. Sein Kopf fehlt. Er scheint abgedreht worden zu sein. Und der Licker ist auch weg. Seht mal, da liegt das Blut noch. Tatsache, Leon war hier also schon. Okay, er ist also ganz in der Nähe. Gott
Zeit. Gott sei Dank sind die, die Dinger zu, ey. Ich kann es euch gar nicht anders sagen. So, Pickschlüssel. Und wir können den Schlüssel schon wegwerfen. Was ist das denn? Was zur Hölle? Der Pickschlüssel ist schon weg. Nur diese eine Tür hier. Okay. Ein was? Ein Kopierer. Okay. Ach ja, hier ist wieder dieser Aktenraum. Der Patrouillenbericht, Freunde. Patrouillenbericht 20. September, 21.30 Uhr. Bericht von Sergeant Neil Carlson. Wir erhielten eine Meldung über ein verdächtiges Individuum, das sich in der Kanalisation der Vororte von Raccoon City herumtreiben soll. Ich durchsuchte das fragliche Gebiet und fand das Individuum. Doch es floh, bevor ich es befragen konnte. Ich glaube nicht, dass er dir geantwortet hätte. Ich konnte die folgenden Gegenstände sicherstellen. Eine kleinere Menge C4-Plastiksprengstoff. Einen elektronischen Zünder. 9mm Parabellum-Patronen. Nachtsichtgerät defekt. Ende des Berichts. Ja, ihr erinnert euch in der letzten Folge, wo der Hubschrauber abgestürzt ist bei der Wand. Da wollte Claire ja diese ganze Wand einreißen. Ne? Und dafür ist jetzt dieser Patrouillenbericht wichtig, weil er hat ja hier einen C4-Sprengstoff versteckt. Ne? Und Akten über verschiedene Fälle. Nichts, was hilfreich sein könnte. Und genau diesen Sprengstoff, den brauchen wir jetzt. Ein Farbband. Okay, ich brauche kein Farbband. Ich brauche keine Farbbänder, ich brauche keine Heilsprays. Ich brauche Munition. Verdammt. Was? Illustrationen. Okay. Boah. Nichts, was hilfreich sein könnte. Was liegt denn da oben jetzt? Guckt mal. Da oben war lag bei Leon. Die Kurbel. Und jetzt liegt hier das Feuerzeug. Ein ganzer Stapel Untersuchungsberichte. Guckt mal, da unten das Feuerzeug rum. Das ist interessant, ne? Echt krass. Also, komm, schieb die Leiter hoch und hol dir das Feuerzeug leer. Das wusste ich jetzt so auch nicht mehr, dass da oben echt das Feuerzeug liegt. Nimm es dir. Feuerzeug. Komisch, ne? Dass bei Leon hier die Kurbel lag hier oben. Gibt's hier noch irgendwo Munition oder so? Nee, leider nicht. Na, ihr merkt's schon, ne? Mit Claire ist viel größere Muni-Armut am Start als mit Leon. Ja, es ist halt schwieriger, der B-Durchgang. Deswegen, ja. Aber wir haben ja bis jetzt alle Zombies platt gemacht. Und ich werde auch zurückgehen und das Farbband rausnehmen. Und diesen einen Granatenschuss werde ich dann nochmal mitnehmen. Ich denke, den werden wir noch brauchen. Alles klar. Gehen wir noch mal kurz zur Kiste zurück. Och, diese Musik im Hintergrund wieder. Richtig gut, ey. Richtig klasse. So. Das Feuerzeug. Nehme ich mal mit, vorsichtshalber tatsächlich. Und diesen einen Schuss. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen sinnlos, aber wie gesagt, wenn noch Zombies kommen, möchte ich gerne, ja, ein bisschen noch effizienter mit der Muni umgehen. Weil ich befürchte, dass hier noch Zombies kommen werden auf dem Weg. Weggeworfene Aktenmüll. So, ich glaube. Genau, wir müssen einfach geradeaus durch. Ach, an diesem Schulungsraum vorbei. Stimmt. Ach, guckt mal. Ein Kraut. Ein grünes Kraut. Ja, toll. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fast voll, ey. Nichts Besonderes. Alles klar. Das ist auch gemein, ne? Wenn die sagt, dass das Kabel bald einen Kurzschluss kriegt. Oh Gott, nicht die Stelle. Oh, nö. Ey, das muss doch nicht sein. Das Fenster ist mit Brettern vernagelt. Oh, bitte nicht. Bitte nicht, ey. Ach, dann noch diese Musik im Hintergrund.
Wehe, es kommen hier Zombies raus. Es kommt tatsächlich Zombies raus. Nein. Jetzt sind es nicht nur Hände. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Ach Mann, Freunde. Ich baller die ab. So. Genau so wollte ich das haben. Genau so wollte ich das haben, Freunde. Boah. Nee, jetzt kommen nicht nur Hände rein, jetzt kommen sie ganz rein. Jetzt werden sie ganz gierig hier. Aber egal, wir haben mit einem Schuss zwei Zombies erlegt. Alter, die Schreckeffekte. Dass die immer so laut sein müssen. Jetzt kommen sie ganz rein, ja klar. Ich meine, Claire ist halt attraktiv, aber naja. Auch so attraktiv, dass die Zombies dann ganz reinkommen, aber ich glaube nicht, dass Claire das angenehm findet. Okay, Freunde. Dann. Dieser Schulungsraum. Sieht so aus, als hätte es hier vor kurzem einen Unfall gegeben. Hier gab es aber doch Muni, glaube ich, oder? Oh. Schön, diese Musik. So, was ist das? Einsatzbericht 1. Ah, stimmt. Einsatzbericht, 26. September. Das Polizeirevier Raccoon City wurde unerwartet von Zombies angegriffen. Viele wurden verwundet, noch mehr wurden getötet. Während des Überfalls wurde unsere gesamte Kommunikationsausrüstung zerstört. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Ich habe einen Einsatz beschlossen, der nicht nur eventuelle Überlebende in Sicherheit bringen, sondern auch verhindern soll, dass sich diese Plage weiter über die Grenzen von Raccoon City weg ausbreitet. Die Einzelheiten des Einsatzes lauten wie folgt. Sicherheit von Waffen und Munition. Polizeichef Irons hat sich besorgt zum Thema Terrorismus geäußert, besonders im Hinblick auf einige ungeklärte Zwischenfälle in der jüngsten Zeit. Genau am Tag vor dem Angriff der Zombies gab er Anweisung, alle Waffen auf versteckten Punkten im Gebäude zu verteilen, als kurzfristige Maßnahme, um ihre Erbeutung durch Unbefugte zu verhindern. Ja, genau, der sinnloseste Plan ever. Unglücklicherweise hat diese Entscheidung für uns sehr schwer gemacht, alle Munitionsdepots wiederzufinden und zu nutzen. Diese Verstecke zu finden hat für uns die höchste Dringlichkeitsstufe. Ja, ja. Polizeichef Irons also. Das Schloss an der Waffenkammer. Wie schon erwähnt, wird es für uns sehr schwierig, die ganze Munition wiederzufinden. Zwar befindet sich immer noch ein Großteil in der unterirdischen Waffenkammer, aber der Beamte, der die Schließkarte für das Sicherheitsschloss in seiner Obhut hatte, ist seit dem Angriff bedauerlicherweise verschwunden. Wir haben also keinen Schlüssel. Ja, was ein Zufall, ne? Wie gesagt, ich rede mich dann. Ich hinterfrag das einfach mal nicht. Außerdem ging während dem Kampf der Kämpfe einer der Sicherheitsunterbrecher für den elektronischen Strom kaputt und die elektronischen Schlösser in einigen Bereichen sind ausgefallen. Daher ist es jetzt auch noch unsere wichtigste Aufgabe, den Strom im E-Raum wieder einzuschalten, damit diese Schlösser wieder funktionieren. Bericht von David Ford. Einsatzbericht 27. September. 13 Uhr Ortszeit. Sie haben die Barrikade im Westen durchbrochen? Und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß. Wir haben die Verwundeten im Depot für konfiszierte Güter im Erdgeschoss zeitweise in die Sicherheit bringen können. 12 weitere Personen wurden bei den Kämpfen verwundet. Bericht von David Ford. 12 weitere. Das ist schon krass, ja. Deswegen rennen hier auch so viele Zombies rum. Zusatzbericht. 3 weitere Beamte wurden getötet, als plötzlich ein weiteres bislang nicht identifiziertes Wesen auftauchte. Seine Kennzeichen sind fehlende Hautfetzen und rasiermesserscharfe Klauen. Am hervorstechendsten aber ist seine lanzenartige Zunge, mit der es sogar den Brustkorb eines Menschen blitzschnell durchbohren kann. Anzahl und Aufenthaltsort dieser Kreaturen sind noch unbekannt. Wir haben sie vorläufig lecker getauft und sind derzeit dabei, wirksame Gegenmaßnahmen zur Verteidigung gegen diese neue Form der Bedrohung zu finden. Ja, die Lecker. Die Lecker-Licker. Ja, wie kann man die denn lecker nennen? Die sind überhaupt nicht lecker.
Ich weiß nicht, wie die schmecken, aber sie sehen auf jeden Fall nicht lecker aus. Na gut. Leere Cola-Dosen, Abfall, sonst nix. Sonst noch irgendwas in diesem Schulungsraum? Sieht aus wie eine Einsatzkarte. Willst du was sagen? Okay. Ah, alles klar. Andere Fälle hier scheinbar. Okay. Genau, hier hinten drin war doch beim letzten Mal die Muni. Hier war in der Ecke Munition oder hat sich die Leon die schon gekrallt? Nee, da ist sie. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir haben wieder ein bisschen was Muni hier. Was haben wir hier? Ach ja, stimmt. Ein Kamin. Darüber hängt ein Ölgemälde. Der Titel lautet Ein Opfer an das Höllenfeuer. Ganz genau, hier brauchen wir ja das Feuerzeug. Stimmt. Da war was, genau. Gut, dass wir es mitgenommen haben. Tada. Da ist wieder dieses schöne Steinchen. Dieser rote Edelstein, genau. Stimmt ja. Die müssen wir ja auch noch sammeln. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Okay. Ich darf mich nicht vor der Musik erschrecken, ey. Alles klar, dann war's das hier in diesem Schulungsraum. Ja, das war erfolgreich. Wir haben Muni bekommen. Sehr gut. Dann rüsten wir die Waffe auch wieder aus, bitte. Weil ich möchte, wie gesagt, keine Granatenschuss unnötigerweise verschwenden hier. Die Barrikade scheint in ziemlicher Hast errichtet worden zu sein. Ja, deswegen auch nicht gerade sicher, ne? Guckt euch das an, da kann doch jeder rein. Na gut. Ein Lüftungsschacht, da drin ist es dunkel. Willst du reinsteigen? Nee, will sie nicht, okay. Nichts Ungewöhnliches. Da steht etwas. Bitte Ruhe, während die Meetings laufen. Ja, ich weiß nicht, ob Leon ein Meeting mit Zombies hat. Aber ich denke, wir können hier rein. Kommen jetzt hier noch mehr? Ach, schaut mal. Dafür sind hier jetzt keine Zombies. Hier waren bei Leon sehr viele Zombies. Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Karo eingraviert. Guck mal, aber hier sind jetzt gar keine Zombies mit Claire. Ja, das ist natürlich sehr nett gemacht, ne? Okay. 2F, Büro des Polizeichefs, Stars, Bibliothek. Ah, cool. Draußen ist es zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Gut, aber wir haben ja hier einen Safe-Raum, ne? Wenn ihr euch erinnert. Genau hier vorne. Da sind auch wieder zwei Kräuter, das ist gut. Türe der Dunkelkammer immer gut schließen. Kopierpapier und Büromaterial. Hm, okay. Alles klar, grüne Kräuter. Die werde ich allerdings jetzt ablegen, weil wir haben ja hier unseren Safe-Raum, ne? Wir haben ja hier unseren Safe-Raum. Gott sei Dank. Ja. Alles klar. Ah, wunderbar. Ich liebe diese Musik. Hier liegt aber kein Farbband, ne? Doch, da liegt ein Farbband. Wir sind aber voll. Okay. Verschlossen. Hier brauchen sie einen ganz besonderen Schlüssel. Das heißt, den können wir hier auch nicht aufmachen mit Claire. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwas in diesen... Tatsächlich! Munition. Zum Glück klicke ich einfach mal. So, dann haben wir die Kräuter. Das ist der Edelstein, der kann raus. Das Feuerzeug kann raus. Alles klar, da können wir uns noch das Kraut von draußen holen. Und ach, das Farbband, klar. Das Farbband hier. So, einfach mal mitnehmen. Da noch das Kraut holen und dann sind wir auch schon wieder am Folgenende angekommen. Das ist echt traurig. Es geht immer so schnell. Aber gut, Freunde.
Das zeigt ja nur, dass es mir extrem Spaß macht, ne? Wenn es die Zeit immer so schnell rumgeht. Jo. Ist halt so. Ganz genau, Freunde. Jo, dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, das sieht's gerne weiter den Kanal. Und genau, wie es dann hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.